Hallo, ich muss in den letzten Tagen immer wieder an ein Wort von Jesus denken, wo er sagt, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken, das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Das sagt Jesus in Markus 13, Vers 7 und 8. Und ich frage mich immer wieder, was wird denn da eigentlich zur Geburt gebracht? Auf was können wir hoffen? Wird es eine Art Co-Creation, ein Zusammenleben in einer postapokalyptischen Zeit sein? Oder wird es doch die himmlische Heimat sein, also das Weltende? Ich habe mich dann weiterhin an ein altes Lied erinnert, das ich mit meiner Band 153 1979 schon auf dem Kirchentag gesungen habe und an vielen anderen Stellen. Und es ist die Hoffnung, die wir in dieser Welt vorleben müssen, auch und gerade jetzt in diesen dunklen Zeiten. Denn was sonst sollte uns auf dem Weg nach Hause ein Licht sein? Und so möchte ich euch gerne dieses Lied vorspielen. Hoffnung heißt Glauben, also darauf vertrauen, dass Gott eine Zukunft hat. Hoffnung heißt Glauben an Gottes Zukunft, dass er uns seine Verheißung hält. Zu dieser Hoffnung sind wir berufen, sie vorzuleben in aller Welt. Diese Hoffnung lässt uns sehen, wie sich Gott die Welt vorstellt. Liebe ist für uns sein Plan. Deshalb können wir nicht mit der Gegenwart zufrieden sein. Gottes Zukunft lädt zum Handeln ein. Hoffnung heißt Glauben an Gottes Zukunft, dass er uns seine Verheißung hält. Zu dieser Hoffnung sind wir berufen, sie vorzuleben in aller Welt. Hoffnung ist nicht Träumerei von einer schönen Utopie. Nein, sie greift ins Leben ein. Wenn wir es nur leben, in dem Wissen, dieser Christus ist auferstanden, um uns zu befreien. Hoffnung heißt Glauben an Gottes Zukunft, dass er uns seine Verheißung hält. Zu dieser Hoffnung sind wir berufen, zu leben in aller Welt. Jesus predigte vom Gottesreich für alle Menschen und viele kamen ihn zu sehen. Doch schlug man ihn ans Kreuz, weil er die Welt in Aufruhr brachte durch sein Wort von Liebe und Verstehen. Hoffnung heißt Glauben an Gottes Zukunft, dass er uns seine Verheißung hält. Zu dieser Hoffnung sind wir berufen, sie vorzuleben in aller Welt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele
von euch, die dieses Video schauen, dieses Lied doch so gut fänden, dass sie es auch singen würden mit anderen zusammen. Denn wenn wir gemeinsam solche Lieder singen und wenn wir gemeinsam den Himmel bestürmen und anflehen, dass doch wieder Friede werde und dass auf der Welt das Wehklagen ein Ende hat und wir zusammenstehen und miteinander für diese Welt hoffnungsvoll leben würden, dann würde mich das sehr freuen.